So, Alter, so sieht das aus. Das ist der Rest. Willkommen bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den W124-500. Boah, ist aber ein langer Name. So nebenbei. Und Aydan ist wieder am Start. Wir haben ja die komplette Elektrik von dem CL500 genommen. Ich zeige euch das eben mal. Den Rest zeige ich euch. So, Aydan, so sieht das aus. Das ist der Rest. Hier könnte ich noch ein paar Sachen natürlich nehmen. Aber brauche ich nicht. Hier sind die ganzen Steuergeräte, dann noch die ganzen anderen Steuergeräte, da sind noch die ganzen Kabel. Das Problem ist, bei so einem Auto ist natürlich, wir haben so viele Steuergeräte verbaut, die links, rechts, quer, überall durch den Innenraum geht und das Ganze ist so verkabelt. Da sieht es natürlich so schlimm aus. Aber ist nicht schlimm, ich werde noch ein paar Sachen hier rausnehmen, die Pumpe und so, aber da kommen wir noch hin. Hier haben wir das Ganze, was wir brauchen. Jede Menge Kabelsalat, das ist aber auch noch nicht alles, ne? Weil der Motorkabelbaum ist ja auch zur Hälfte schon hier drin. Ne? Hier müssen wir auch sehr vieles machen, wegen der Gasanlage und so. Aber das ist alles kein Problem. Das hier muss komplett rein. Hier seht ihr schon, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät. Diesen Kasten übernehme ich auch. Ja, das wird eine andere Herausforderung. Ja, Pedal hier und so auch. Kennt ihr mein Pedal? Ist auch der vom CL? Das ist vom CL. Bei dem Pedal ist es ja immer interessant, weil es geht in den Motorsteuergerät und in das Getriebesteuergerät. Und das ist immer so ein Problem. Und die rauszufischen und da reinzumachen und so weiter. Und ihr wisst gar nicht, wie viele Kabel noch übrig geblieben sind oder abgeschnitten wurde. Aber heute geht es gar nicht um die Kabel selber. Ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Es geht heute um den Differential. Hier, wie ihr schön seht, mit den Antriebswellen, Differential und Kardanwelle, das ist das komplette 500er. Hier haben wir den 200er von dem W124, den Originaldifferential und die Antriebswellen. Aber wie ihr schon sehr schwer erkennen könnt, das Ganze ist hier länger, breiter, höher. Da fangen wir ja schon die Probleme an. Ja, wenn ich jetzt so davor stehe, sieht man das auch. Na, hier, ja. Mini und riesig. Genau. Sonst, die Länge und so, das sieht alles in Ordnung aus. Der ist sogar kürzer als der Originale. Den muss er ja, weil Differential ja länger ist, Getriebe länger ist, muss die Kardanwelle natürlich auch ein bisschen kürzer sein. Drei Schrauben, wo die immer verschraubt sind in der Regel. Einen haben wir hier vorne, zwei hier hinter. Bei dem haben wir es auch hier, weil wir noch einen Schalträger haben und dann hier an der Achse befestigt wird. Hier haben wir das so zum Beispiel, hier eine Schraube. Und sofort zwei Schrauben, die auch an der Achse befestigt wird. Der würde nicht so Plug and Play reinpassen. Das wäre ja auch zu einfach. Das wäre ja nichts für mich. Dann würde ich sagen, nee, das war nicht zu einfach. Sollte immer schwer sein, ha? Nein, Quatsch. Natürlich wäre es cool, wenn es einfach wäre. Aber nein, das ist das erste Problem. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Und ihr könnt mir auch gerne Tipps geben. Auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Nimm das, aber kommt mir bitte nicht mit 500er Achse oder mit 500er Getriebe oder Differential und so weiter. Das ist unbezahlbar. Dann könnte ich mir gleich einen 500er holen. Das will ich ja nicht. Ich möchte mit den Sachen, was ich habe, mit das will ich es machen. Du siehst hier sofort die Unterschiede. Von der Länge her sieht es einmal nicht schlecht aus. Differential von dem 500er ist breiter, siehst du, als der hier. Das brauchen wir ja nicht, also das sieht man. Dementsprechend sind die natürlich fast gleich lang. Das ist schon mal sehr gut. Aber das Problem ist trotzdem, packen wir das Ganze rein. So, zack, 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 zack. Wird es trotzdem nicht passen. Warum? Erstmal die Anschlüsse passen nicht. Die Köpfe passen nicht. Der ist dünner als der hier. Der hat, ich sag mal, wenn er hier 32 Zähne hat, hat der hier locker, ich sag mal, 40 Zähne, so wie der aussieht. Ist natürlich breiter. Dann haben wir direkt ein Problem weniger. Wenn die Köpfe hier reinpassen, dann müssen wir den trotzdem kürzen. Oder welche machen lassen. Beide Seiten. Da werde ich auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen fragen, der das macht, was für eine Lösung wir da haben. Oder ihr kennt Leute, die mir die Antriebswellen irgendwie anfertigen können. Das wäre auch cool. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt wollen wir einmal die Abstände messen. Vom W124 die Achse werden wir messen und von dem CL die Achse werden wir messen. Also wer jetzt Differential nicht kennt, ist ja die Kraftübertragung
vom Getriebe zur Kardanwelle, von der Kardanwelle zum Differential, vom Differential zu Antriebswellen auf dem Rad und dann hat man die Kraftübertragung. Das sieht man schon, aber ich will es trotzdem einmal messen. Wir machen es jetzt ganz einfach. Wir gehen von der Scheibe, die Scheibe ist hier, wir gehen hier rüber zu der anderen Scheibe und wir haben ungefähr 154. Hier machen wir auch grob von der Scheibe zu der Scheibe. Och, das reicht schon hier. So, Eidos, wir haben 145. Also 10 cm Unterschied. Das heißt, der ist 10 cm breiter. Jetzt könnt ihr euch ungefähr auch vorstellen, warum ein W124-500 ein bisschen breiter ist hinten. Das machen die nicht so, weil es geiler aussieht. Nein, die Achse ist einfach breiter bei denen. Und was ich vorhabe, hier wird der Eimer angeschraubt, Eidos. Und hier, du siehst, die Lager sind mehr als, ja, ich sag mal gebraucht. Das ist die komplette Achse. Die werden wir komplett runternehmen. Wenn unser Differential gerade, das muss natürlich sehr gerade werden, weil sonst hat man natürlich ein Problem, dann läuft alles nicht. Gerade hier reinpflanzen. Und das Geile ist, wir haben hier einen W124, wir haben ja von 200er auf den 500er umgebaut. Mit Getriebe ist diese Gewichtsverteilung bei diesem Auto natürlich ein bisschen schlecht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden hier erstmal schön richtige Eisenbäche nehmen, hier reinpflanzen, damit wir erstmal richtig viel Gewicht haben hier. Das ist gut, das werden wir anpassen, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich sehe da kein Problem, das wird geil. Wird aber eine Herausforderung, wird schwer. Aber genau das, was wir wollen. Es soll schwer sein. Du stehst ja drauf. Ich stehe drauf. Ja, das ist ja kein Problem. Wir haben ja den Motor hier angepasst. Musste so sein. Und die Hinterachse werden wir auch so anpassen. Ich sehe da kein Problem. Wie ich das vorstelle, sage ich euch jetzt schon. Also wir werden auf jeden Fall hier das Komplette erstmal aufschneiden. Richtig fette Bleche nehmen. Erstens wegen Gewicht. Und zweitens, damit sie stabil bleibt natürlich. Und dann werden wir das Ganze perfekt hier anpassen. Und die Achse werden wir ja komplett ausbauen. Das heißt, die Achse werden wir auch alle Lager dann auch erneuern. Dann kann man ja alles besser bearbeiten. Natürlich, also ich werde wieso Federn kommen rein, Stoßdämpfer kommen rein. Wie gesagt, da werden wir ja mit Febi, mit Meile zusammenarbeiten. Vielleicht kommt ja der ein oder andere Sponsor noch dazu. Und die werden mir das dann Ganze hoffentlich zur Verfügung stellen, da wir das auch vernünftig machen. Aber mit der Achse habe ich keine Angst. Die Achse, die kriegen wir echt gut hin. Weil es ist alles schön gerade. Wir nehmen richtig fette Bleche. Ich werde es erstmal zurecht basteln und danach kommt ein Schweißer oder ich gebe das ab bei einem Schweißer und der wird das richtig schön bearbeiten, das Ganze. Dann ist eigentlich kein Problem mehr. Das Ganze dann hier einbauen, alles anpassen. Hier Getriebehalter passt ja auch bei dem, ist ja auch kein Problem. Was wir nur noch machen müssen, ist natürlich, ihr wisst ja, die Lenkstange machen wir noch fertig. Und das war's. Alter, was ich nochmal loswerden will, guck mal, Baujahr 84, guck mal bitte dieses Differential an. Siehst du da irgendwie Rost drauf? Sauber. Ich habe den hier schon vorhin gesehen. Hier, jetzt guck mal. Achte mal, das Ding ist... Was ist? Haben die so schlechtes Material Jahre benutzt? Ja. Wahrscheinlich. Das, guck mal, da siehst du den Unterschied. Das ist wirklich krass. Das habe ich vorhin schon bemerkt. Genau, da siehst du den Unterschied. Krass. Wie damals Mercedes gearbeitet hat. Ja, und jetzt. Und jetzt. Also ganz Schämt ehrlich, also euch. Mercedes hat sowas von Qualität verloren. Alles, was Mitte 90er Jahre gebaut wurde, hat viel an Qualität verloren. Später haben die natürlich wieder alles reingeholt, aber bis dahin. Ich würde jetzt tippen, das ist der 84er. Weil der so alt aussieht. Und das ist von CL, aber geht ja nicht, ne? Ja. Wir werden ja den Original-Tacho von dem CL 500er nehmen und das ist der originale Tacho von meinem W124 und dieses Innenleben werde ich hier einbauen. Man kann es ja probieren. Man kann es probieren, ich werde die auseinandernehmen und werde versuchen, dieses Innenleben hier einfach einzupflanzen. Das hat der liebe Jell ja damals auch mit dem Golf 4 gemacht, wo er den Golf 4 Tacho genommen hat. Und den GSI-Tacho genommen hat, diesen digitalen Tacho, hat er ja einfach auch umgerüstet. Und das sieht auch richtig geil aus. Hat er auch richtig geil hingekriegt und das kriege ich auch hin. Wir werden hier auch die Batterie von vorne auch nach hinten verlegen. Da haben wir auch wieder ein bisschen Gewicht. Das wird gut.
Mit der Elektrik warten wir zum Schluss, weil ich weiß sowieso nichts mehr. Ob ich das jetzt anfange oder später anfange, ist das gleiche Problem. Ja, erstmal müssen wir eh gucken, dass hier alles andere passend gemacht wird. Ich habe die Vorstellung erstmal Motor, Getriebe, Differential, Kardanwelle, Antriebswellen, Bremsen. Alles erstmal so weit fertig machen, dass das Ganze passt. Und dann Elektrik ganz zum Schluss. Elektrik ist das kleinste Problem. Was heißt das kleinste Problem? Davor habe ich das gesagt, Elektrik ist kein Problem. Aber wenn ich mir das nochmal so ansehe, dann muss ich sagen... Könnte ein Problem werden. Ich hoffe, dass das nicht so schnell kommt. Weil das ein kleines bisschen problematisch. Weißt du, was das Geilste war bei der Elektrik, Eidosch? Du weißt ja, bis 1 Uhr morgens habe ich gearbeitet. Ich reiß das jetzt Ganze raus, so ist kein Problem. Ich weiß schon, wo alles hinkommt. Und dann später, wo ich das Ganze sortiert habe, und dann wollte ich sagen, okay, das war dafür, das war dafür, das wir dafür. Und dann habe ich nur noch gesagt, gemacht. Hätte ich mal Fotos gemacht. Werde ich meine Zeit später mit dem Schaltplan, mit dem Steuergerät genießen. Und Kabelbaum einfach genießen. Das wird meine Lebensaufgabe, glaube ich. Ja. Nein, auf jeden Fall, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, Eidosch, danke schön. Gerne. Gut, dass du wieder da bist. Du kannst mir auch ab und zu mal wieder helfen hier, ne? Mhm. Weil das wäre nett. Weißt du ja, so ein bisschen alleine und so. Ich weiß. Weiß Bescheid. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.